Du willst dein Metallarmband kürzen und richtig anpassen? In dem Video zeige ich dir, wie es geht. Hi Leute und wieder mal ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal DIY Uhrenbauer. Ich bin Sascha und hier bekommt ihr eine ganze Menge DIY-Anleitungen rund um das Thema Uhren. Ich zeige euch, wie ihr eure Uhr selber bauen könnt, wie ihr eure Uhr revidieren könnt, wie ihr die reparieren könnt. Und ihr habt mich gefragt, ob ich mal ein Video darüber drehen kann, wie ihr euer Metallarmband kürzen könnt. Und wenn euch das Thema gefällt, dann lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr sofort benachrichtigt, sobald ich hier ein neues Video hochlade. Dabei ist mir vor kurzem aufgefallen, dass 80% von meinen Zuschauern gar keine Abonnenten von dem Kanal sind. Also hier nochmal die Bitte, abonniert doch den Kanal, sobald euch das Thema interessiert und ihr auch die Videos toll findet. Das ist für mich halt immer mein Feedback, damit ich sehe, dass euch der Kanal gefällt und dass ich so weitermachen kann. Und nun kommen wir mal langsam zu dem Thema Armbanduhren, und zwar in der Metallvariante. Da gibt es ja nun eine ganze Menge verschiedener Varianten, besonders bei den Damenuhren, da gibt es ja also wirklich Unmengen. Aber auch bei den Herrenuhren gibt es da auch eine große Auswahl, reichlich Varianten von verschiedensten Armbändern. Da gibt es hier die Gummizug-Armbänder, die sind aber mittlerweile verdammt selten anzufinden. Die gibt es eigentlich nirgendwo großartig mehr zu kaufen, sieht man gar nicht mehr auf der Straße. Was da schon öfter mal vorkommt, sind dann die Milanese-Armbänder. Da gibt es nicht viel zu sagen zum Einstellen. Ich zeige es euch hier trotzdem einmal. Das ist nur zum Öffnen des Verschlusses. Dann kann man es auseinander machen. Und dann gibt es dann hier diese kleine Spange, die man mit irgendwie was öffnen kann, und dann kann man das relativ stufenlos verstellen, wieder zuklippen, damit ist es fest. Und das war es eigentlich auch schon zu den Milanese-Armbändern. Die sind im Grunde genommen alle so. Hier ist nochmal ein Sicherheitsbügel, aber das ist ganz einfach. Doch mit Abstand am meisten anzutreffen sind die sogenannten Gliederarmbänder. Da gibt es bei der Verstellung zwei verschiedene Varianten. Die sind eigentlich immer gestiftet, und zwar gibt es die verschraubten Stifte und es gibt die gesteckten bzw. die gedrückten Stifte. Und das will ich euch anhand dieser Uhr mit einem Metallarmband im Stil der, was auch da Rolex die Submariner haben, mal zeigen. Das Armband ist also neu und viel zu lang und muss eingestellt werden. Worauf muss man da achten im Prinzip beim Einstellen? Wichtig ist, dass logischerweise die Uhr oben in der Mitte ist und die Schließe auch unten in der Mitte. Was also bedeutet, dass wenn man, sobald man mehr als nur ein Glied rausnehmen muss, die Glieder am besten beidseitig rausnimmt. Einmal links, einmal rechts von der Schließe, und dann sitzt die Schließe in der Regel auch mittig. Hier jetzt die Variante mit den verschraubten Stiften. Da kann man dann das Glied rausnehmen. Ein bisschen drauf achten, so wie hier sind viele Armbänder, die werden schmaler. Da nimmt nicht Glieder mitten aus der Mitte raus, sondern geht von oben nach unten durch und nimmt als erstes das erste Glied raus. Dann ist es eigentlich hier kein Problem weiter. Glied rausgenommen und den Stift wieder reingeschraubt. Auf der anderen Seite nochmal das gleiche Spiel. Und dann kann man eigentlich auch schon mal anpassen, ob die Uhr jetzt im Groben sitzt. Verwenden tue ich hier im Prinzip einen Schraubenzieher, eine Pinzette, nichts Besonderes. Ich werde alle Teile, die ich hier verwende, in meiner Videobeschreibung unten euch verlinken. Da könnt ihr im Prinzip direkt drüber kaufen. Wie man sieht, ist jetzt die Uhr nach starken Rütteln und Wackeln auch noch sehr stabil, fest, locker, also fluffig. Und naja. Ihr wisst, was ich meine. Die sitzt wunderbar. Mit diesem Tool zeige ich euch die Variante bei den Armbändern mit gedrückten Stiften. Da ist es so, dass das Armband da eingelegt wird, mit dem Druck der Stift durch das Loch des Armbandes gedrückt wird und dadurch der eigentliche Stift rausgedrückt wird. Das funktioniert im Prinzip ganz einfach. Die Uhr bzw. das Armband wird hier reingelegt. Dann darauf achten, dass der Stift von dem Tool wirklich genau in das Loch des Armbandes passt, und dann einfach nur mit Druck aufbauen in Form von Drehen. Wird dann der Stift im Prinzip auf der anderen Seite rausgedrückt. Hier ein bisschen darauf achten, das ist ein einfaches 0,15 Tool, das ist ein bisschen wackelig, klapprig, einfach wirklich genau darauf achten. Hier jetzt den Stift dann rausziehen und im Grunde genommen die gleichen Arbeitsschritte wie schon bei der ersten Uhr. Dann gibt es bei vielen Armbändern auch noch die Möglichkeit der Feineinstellung, und da habe ich jetzt hier mal drei verschiedene Arten der Feineinstellung, die mir so geläufig und bekannt und eigentlich auch weit verbreitet sind. Die zeige ich euch jetzt mal hier. Bei dem, was hier der dem Rolex die hat, die haben da diese Rasterung, da kann man im Prinzip die eine Seite der Schließe aufklicken und dann relativ
relativ feinen Abstufungen einstellen, festdrücken, fertig. Dann gibt es bei diesen Taucheruhren sehr, sehr weit verbreitet mit den mit Faltschließen und diesem Sicherheitsbügel die Einstellungsvariante, wie auch hier bei der Davosa, mit diesen vier Löchern. Da kann man dann im Prinzip die Stifte ein bisschen feiner einstellen. Ansonsten ist bei Takoya, der Carrera, die ich jetzt hier mal habe, die Möglichkeit, halbe Glieder rauszunehmen. Ihr seht es hier, sind volle Glieder und da ist ein halbes Glied, auf der anderen Seite auch. Und somit besteht die Möglichkeit, dass ihr da auch ein bisschen feiner einstellen könnt, um das Armband so anzupassen, wie ihr das haben wolltet. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tutorial weiterhelfen. Mir hat Spaß gemacht, wie immer. Ich hoffe, euch auch. Und ich verabschiede mich. Euer Sascha, der DIY-Uhrenbauer. Bis zum nächsten Mal.